Heute gehe ich in Mones Küche wieder so ein bisschen back to the roots. Es wird nämlich wieder mal eine schnelle Nummer von Steffen Hensler geben. Er hat es nämlich vor kurzem mal wieder was gemacht, wo ich dachte, das wird mit Sicherheit lecker sein. Und ich habe es noch nie gemacht. Und es sieht einfach aus, es sieht schnell aus. Also eigentlich genau das, was ich für den Kanal hier gerne mache und was ich gerne ausprobiere. Und jetzt schauen wir mal, ob es wirklich lecker ist. Es wird nämlich ein hoffentlich saftiges Hähnchen geben, Hähnchenkeule. Er nennt es nach chinesischer Art. Ich finde, es sieht lecker aus und es klingt lecker und das probieren wir jetzt mal. Auf geht's. Mit dem Fleisch geht's auch direkt los. Hier haben wir so ausgelöste Hähnchenkeulen. Die legen wir uns erstmal bereit. Ich habe jetzt hier drei Stück. Ich würde sagen, ich hau direkt alle raus. So, die werden jetzt natürlich, da es ja China-Style werden soll, so ein bisschen mariniert. Und damit die Marinade in der kurzen Zeit gut einziehen kann, wird das Fleisch so ein bisschen eingeschnitten. Dafür einmal quer, einmal längs. Ja, möglichst nichts abschneiden. Dass hier so ein paar Ritzen und Lücken entstehen, wo die Marinade gleich eindringen kann. Hier sehe ich gerade noch so ein bisschen Knorpel drin, sowas dann gerne entfernen. Das stört sonst nachher nur. Dann andersrum. Hier ist ein bisschen dicker, da gehe ich ein bisschen tiefer. So, und das machen wir jetzt mit allen drei. Dann werden klein geschnippelt rote Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. So, das wird jetzt alles relativ grob in Scheiben geschnitten. Das hier nicht unbedingt in Scheiben, machen wir mal so. Schon immer noch recht grob. Jetzt wird das Ganze gewürzt. Natürlich den ganzen Kram, den ich gerade gehackt habe, alles mit dazu, nichts verschwendet hier, zack, alles rein. Dann Pfeffer, nicht zu knapp, etwas Zucker, ja, das reichen. Dann, wir wollen es ja nachmachen, ich habe es zufällig hier, das Wokgewürz von Henslers Schnelle Nummer. Man kann natürlich reinschmeißen, was man möchte, ich hätte jetzt ansonsten Paprika, Knoblauch, Zwiebel. Was ich immer gerne für Asiagerichte nehme, ist ein bisschen Zitronengras, sowas, also was man mag. Ich sag mal schnell, was hier drin ist, falls man es nachmachen möchte. Koriander, Kurkuma, Fenchel, Speisesalz, Kumin, Boxhorn, Kleesaat, Kümmel, Chili, Meersalz, Rohrzucker, Paprika, Edelsüß, Ingwer, Pfeffer, Grün, Chilirot, Zwiebel, Knoblauch, Zitronenschale, geräucherte Paprika. Kann man also alles auch einzeln machen oder eben das weglassen, was man nicht mag. Ich muss nämlich zugeben, irgendwas ist hier drin, was ich nicht so gerne mag. Aber der Rest ist sehr lecker und deshalb mache ich davon gut was rein. Dann ganz wichtig für mich, eigentlich für fast jedes Asia-Gericht, das gibt nämlich diesen typischen Geschmack, wie man es aus dem China-Restaurant kennt, Austernsoße. Was mir jetzt fehlt, ist irgendein Geschmacksverstärker. Das macht zumindest Hensler da rein. Brauche ich nicht. Ich glaube, Austernsoße hat schon genug Geschmack. Und ein guter Schuss Shoyu, Sojasauce. Und dann wird das Ganze verknetet. Vielleicht hätte ich eine etwas größere Schale nehmen sollen. Das Ganze wird jetzt richtig schön ins Fleisch einmassiert. Und das mache ich jetzt auch für ein paar Minuten. Da würde ich auch empfehlen, ein bisschen Geduld mitzubringen, damit auch wirklich der Geschmack am Ende überall ankommt, sich die Gewürze richtig verteilen. Wenn es dann gründlich eingeknetet ist, dann lassen wir es noch 10 Minuten ein bisschen marinieren. Das sollte für diese Aromaten, für diese Geschmacksintensität, die hier dran ist gerade, eigentlich schon reichen. Da es gleich etwas laut werden könnte, sage ich schon mal vorab, was jetzt passiert. Das Fleisch wird jetzt erst auf der Hautseite, dann auf der anderen Seite angebraten. Das ganze Gelumpf, was da noch mit drin ist, Zwiebel und Co., das kommt jetzt erstmal noch raus, damit uns das nicht verbrennt.
kommt danach aber dazu mit einem Schuss Wasser und dann wird das Ganze ein bisschen eingeköchelt. Ich hoffe, das passt überhaupt alles da rein. Das Brät jetzt in ganz normalen, neutralen Pflanzenfett. Durch die Austernsoße wird das Ganze ein bisschen, und den Zucker natürlich, wird das Ganze ein bisschen karamellisieren. Es könnte also relativ schnell recht dunkel werden, davon nicht abschrecken lassen. Das ist jetzt auch auf recht hoher Hitze, das soll richtig schön ein bisschen anrösten. So, hier sieht man, was ich meine. Es gibt so ein bisschen dunkle Stellen. Das ist nicht verbrannt, das ist lediglich etwas ankaramellisiert. Andere Seite auch ein bisschen anbacken lassen. Das sieht auch schon sehr lecker aus. Sieht das geil aus oder was? Boah, hat man da schon richtig Bock reinzubeißen, jetzt wenn es jetzt so heiß wäre. So, beide Seiten sind angebraten. Jetzt kommt das ganze Gedöns hier wieder dazu. Dann ein bisschen Wasser dazu. Etwas runterschalten, aber so, dass es noch köchelt. Mal kurz ein bisschen alles ein bisschen anlösen, was möglicherweise festgebacken ist in der Zeit. Aber da ich relativ viel Öl drin hatte, ein bisschen zu viel vielleicht sogar. Ach wirklich? Dürfte da nicht so viel angebacken sein. Deckel drauf. Und ein bisschen vor sich hin köcheln und einreduzieren lassen. Und dann, wenn das Ganze etwas eingekocht oder wenn nötig abgebunden ist, sieht das Ganze so aus. Dass wir hier so ein bisschen, ja fast schon so lackartig die Soße haben. Und dann kommt das Ganze raus. China-Restaurant, knusprige Ente-Style. Wird das Ganze hier in solche Slices geschnitten. Das zerfällt. Guckt euch das mal an hier. Oh, wie saftig. Dann habe ich hier vorbereitet etwas Reis. In meinem Fall ein Rundkornreis, einfach weil ich ihn gerade da hatte. Und dann kommt das hier einfach oben drauf. Und als zwiebeliger Abschluss habe ich hier ein bisschen Frühlingszwiebel. Geht natürlich auch Schnittlauch oder ähnliches. Ich gebe zu, Fotoschönheit ist anders, aber am Ende kommt es auf den Geschmack an. Ich hätte vielleicht doch einen normal großen Teller nehmen sollen und nicht einfach nur, weil er hübsch ist, hier diesen Japan-Style-Teller. Aber jetzt wird das Ganze probiert. Ich hoffe, es ist ein bisschen abgekühlt, weil es war echt scheiß heiß gerade. Und dann schauen wir mal. Das schmeckt echt. Schmeckt besser als im China-Restaurant, aber man schmeckt dieses typische Asiatische, was ich ja schon sagte, bei der Austernsoße hat man das immer, dass du diesen typischen Geschmack hast, wie man vom China-Restaurant einfach kennt. Und das Ganze in guter Qualität mit gutem, leckerem Fleisch. Super zart. Ein richtig geiler Lack ist das geworden. Richtig smooth. Boah, voll lecker. Auf jeden Fall nachmachen. Das werde ich jetzt richtig genüsslich verspeisen. Wenn es euch gefallen hat, trotz hässlichem Teller, gerne ein Like da lassen, abonnieren den ganzen Kram. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zu Karten, nicht vergessen. Danach wird dann aber wieder gekocht. Bis dahin.